dö, 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 dö. Ja, cooler Rhythmus. Wir wollen jetzt in die Stadt selbst rein, in der Hoffnung, dass wir da nicht aufgehalten werden. Wir sollten erstmal Gwendolyn vorschicken, die kann sich bestimmt besser rausreden. Und die Höhe hat sich verändert. Wie cool. Ich schicke mal ganz kurz direkt nach vorne. Zack. Hihi. Wir können fast da gar nicht rüber gucken. So, ich glaube, Gerogon ist der Größte. Wo ist die Körpergröße? 1,93. Ja, ist sogar noch ein Ticken kleiner als ich. Und ja, er ist der Größte. Dann gucken wir den Unterschied an. So, er kann kaum rüber gucken und wusch. Das ist doch mal ein nettes Detail. Also ist bestimmt nicht schwierig zu programmieren. Aber ich finde sowas echt interessant, wenn sie sowas reinbringen. So, aber genug rumgespielt. Gwendolyn soll vorgehen. Und wir wurden an der Stadtmauer schon mal nicht aufgehalten. Das ist sehr gut. Hier ist wohl eine Herberge, wenn die Grafik immer die gleiche ist. Und ich hätte aber gerne einen Händler. Da ist ein Tempel. Na ihr Süßen, wie wäre es? Ich mache euch einen besonderen Preis, wenn ihr alle mitkommt. Es wird bestimmt ein Erlebnis. Nein, danke. Ja, definitiv größer als die Dörfer, die wir sonst so hatten. Da sehe ich einen Schornstein. Ich denke mal, es wird ein Schmied sein und kein Waffenhändler. Aber gucken wir einfach mal. Wo ist der Rauch hinten? Hier. Kommt mir nicht zu nah in dieser Zeit. Du hattest einen Schornstein, tut mir leid. Ach, da ist er. Schmied Tjal Hövenson. Oh, das klingt nach einem Torwaller. Also wir gucken noch ganz kurz hier die Fitzelchen zu Ende und danach versuchen wir da rumzugehen zurück zu dem Schmied. So, das haben wir. Die Ecke haben wir jetzt hoffentlich auch auf der Karte. Jetzt wollte ich hier rum, da rum und hier ist der Schmied. Tjal Hövenson. Hallo Tjal. Guten Tag, was gibt's? Na, wenigstens hat er guten Tag gesagt. Was könnt ihr uns über Tiefhusen erzählen? Oh, ein wundervolles Städtchen, besonders jetzt. Das ist definitiv Sarkasmus. Was kannst du uns über... Was ist Rohrwett? Komisch, wie ihr auf die Idee kommt, gerade ausgerechnet mich danach zu fragen. Aber warum haben wir es denn hier als Gesprächsoption? Was mit dem Blutsinn? Da sollen die Orks sein. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Schade. Rohrwett. Ist das eine Stadt? Ein Dorf? Eine Person? Na gut. Dann gehen wir doch mal in den Hesinde-Tempel. Vielleicht sind da die Geweihten ein wenig netter. Osten. Darum. Gwendolyn entdeckt einen Aushang an der Hauswand. Auf dem Zettel steht nur, esst mehr Käsetoast. Ja, Käsetoast. Das gibt's irgendwie in jedem Teil. So, da ist ein Heiler. Ich wollte aber eigentlich zu dem Tempel zurück. Habe ich mich etwa schon wieder verlaufen? Nee, da ist der Tempel. Hallo. Hesinde mit euch, meine Freunde. Ah, endlich ein netter Mensch. Was kannst du uns über Tiefhusen erzählen? Das hat man davon, wenn man sich einen Pfeffersack zum König ausruft. Es ist zwar schwer zu glauben, dass die Orks Preios Strafe sein sollen, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Was kannst du uns über Rohrwett erzählen? Nichts. Dann erzähl uns etwas über deine Göttin. Niemand, der noch denken kann, ist wirkliche Sinne verlassen. Okay. Was kannst du uns über die Orks hier erzählen? Unterschätzt sie nicht. In letzter Zeit haben wir Nachrichten bekommen, dass es sich bei ihnen ebenfalls um Sindes Kinder handelt. Ja, sie sind kultiviert. Auch wenn die Kultur sehr anders ist. Was ist mit den Blutsinnen? Leider reicht mein Wissen hierzu nicht aus, um euch weiterzuhelfen. Na gut, aber er war höflich, er hat uns 4 Fragen oder so beantwortet, mehr als die meisten. Also sollten wir eigentlich auch was spenden.
Wie viele Dukaten haben wir denn? Wir haben 16 Dukaten. Ja, wir spenden mal. Wie viele Silberstücke? 10? Bedankt sich freundlich. Na, es ist eine Dukate. Eine Dukate ist nicht gerade wenig. Also, gehen wir einfach mal. Ja, sobald wir später mehr Geld haben, sollten wir auch mehr spenden. So, hier ist ein Gasthaus. Da gucken wir doch mal rein. Das Nordlicht. Hallo. Guten Tag, meine Leute eilen schon. Bitte habt noch ein wenig Geduld. Okay, dann warten wir kurz. Und wenn er wiederkommt, fragen wir nach Tiefhusen. Ach, ihr seid auch Schatzsucher? Alle Schatzsucher gehen nach Tiefhusen. Wissen die Götter weshalb? Belästigt mich jemand an? Okay. Schatzsucher? Gibt es hier einen Schatz? Jetzt hat er unser Fass gebracht. Das, wo ist mein Zettel? Da ist mein Zettel. So, Schatz in Tiefhusen, Fragezeichen. Schatz in Tiefhusen, Fragezeichen. Auch wenn das wahrscheinlich nur ein Gerücht ist, aber man kann sich ja mal umhören. Und wir nehmen ein Zimmer für die Nacht. Wir 24 Heller, das sind 2 Silberlinge. Bei 6 Leuten macht das eine Dukate aus. Ja komm, das gönnen wir uns. Auch wenn wir es gar nicht wirklich brauchen, aber so ein Schlafsaal ist wirklich nichts Angenehmes. So, früh am Morgen tigern wir wieder los und suchen das nächste Geschäft. Nicht unbedingt nur den Waffenhändler, sondern allgemein Geschäfte, wo wir uns ein wenig umhören können. Was haben wir denn bisher? Wir waren im Nordlicht, wir waren im Sindetempel, bei der Heilerin, oder waren wir noch nicht? Oder bei dem Heiler? Bei dem Schmied waren wir. Und das war's auch schon. Also gehen wir doch mal bei der nächsten Kreuzung nach Osten und klopfen bei dem Heiler an. Also wir müssen südlich und bei der ersten Kreuzung östlich und dann hier rein. Jasper Elksiepen. Der sieht fast aus wie ein Zwerg von der Statur. Also auch von den Proportionen von Kopf und Händen und so weiter. Na gut, hallo. Euch fehlt Information. Nicht freundlich, der Kerl. Na gut. Das sind wir gewohnt. Das hält uns nicht ab. Wir suchen weiter. Hier ist noch eine Herberge. Firunsgruß. Hallo. Es tut mir leid, aber die Orks haben jeden intensiven Kontakt mit Fremden verboten, seit dieser Rondergewalt ihren Anführer erschlagen hat. Oh. Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, diese Stadt zu besuchen. Was haben wir da? Eine Taverne. Hat die schon auf? Nee, 16 bis 3 Uhr. Gleich daneben ein Tempel. Für die richtig hart gesottenen Alkoholiker. Ein Raya-Tempel. Okay. Hallo? Ein wahnsinnig knackiger Priester? Okay. Wenn ihr etwas wissen wollt, macht es schnell. Ich habe noch was vor heute. Ja, wenn du wahnsinnig knackig bist, dann hast du garantiert jeden Tag was vor. Was ist mit Tiefhusen? Man sagt, die wahren Herren der Stadt seien die Fexgeweihten. Aber das war vor den Orks. Ist also eine Stadt der Diebe? Dann sollten wir auf jeden Fall mal den Fex-Tempel suchen. Was zum Geier ist Rovet? Weiß er nicht. Was kannst du uns über die Orks erzählen? Nichts? Sternschweif? Nö. Na gut, aber wenigstens eine wichtige Information. Ich glaube, das notiere ich mir sogar mal ganz kurz. Tiefhusen Fexens Stadt. Weil wir sollen ja schließlich Sternschweif für den Gott der Diebe suchen. Und wo nach Hinweisen fragen, wenn ich in einer Stadt der Diebe? So, hier haben wir die Taverne, die noch nicht auf hat. Bei Firunsgruß waren wir gerade drin. Dann gucken wir doch mal hier nach Nordosten und den Südosten. Nordosten. Das sieht aus wie ein Marktplatz.
Und schon wieder haben wir jemanden dazu gebracht, dass er wieder sehen kann. Ah, wir hatten 16 Dukaten. Wie viel haben wir jetzt noch? 13 Dukaten. Wir haben 1,5 Dukaten ausgegeben für das Zimmer. Also wenn es eine Diebin ist, die wir jedes Mal wieder treffen, oder jedenfalls die Masche, die wir immer wieder treffen, dann klauen die nicht besonders viel. Damit können wir leben. Und auch dieser eine Streuner, der uns 5 Dukaten geklaut hat, hat uns wenigstens dafür ein paar Karten dagelassen. Das ist ja auch okay. Oh. Händlerin Meldavia Gosht. Also rechts rum. Bitte, bitte, bitte eine Waffenhändlerin. Bitte, bitte. Sie muss auch nicht gut aussehen. Da bin ich jetzt nicht mehr pingelig. Ah. Krämer. Ah, vielleicht hat sie irgendwelche anderen Informationen, die wir gebrauchen könnten. Tiefhusen. Alle Einwohner von Tiefhusen haben sich tapfer gegen die Orks gewehrt, aber genützt hat es nichts. Okay. Rovet. Kennt er nicht. Sie nicht. Sternschweif. Weiß ja auch nichts. Und ja, ich werde jetzt vermehrt nach Sternschweif fragen. Jetzt, wo ich weiß, dass es eine Diebesstadt ist. Oder eine primär von Dieben kontrollierte Stadt. Schlüsselbund haben wir schon, Decken brauchen wir nicht. Ich wollte vielleicht noch Wasserschläuche kaufen, aber wir haben gar nicht so viel Platz über. Und ich denke mal, wenn wir immer schön Mürrum jagen lassen, dürften wir eigentlich keine Wasserprobleme haben. Also nee, keine Wasserschläuche. Was haben wir denn noch so? Silberschmuck, Hammer, Seil. Seil haben wir, ihren Stab. Stiefel. Ich glaube, ich kaufe mal 2 Stiefel. Okay, sagen wir mal 3. Schleifstein. Magische Waffe. Magische Waffe. Gehen alle nicht in Nahkampf. Und Quenlen. Sie mit ihrem Rapier. Ja, ich glaube, ich kaufe Quenlen einen Schleifstein. Schaufel, Enterhaken, Strickleiter. Nee. Essgeschirr. Wir haben schon Besteck. Ja, aber kein Essgeschirr. Aber nee, komm. Wir haben jetzt schon langsam genug Sachen, die ganz praktisch sind. Die essen dann halt aus dem Topf raus mit der Gabel oder so. Das passt. Also, Feilschen, Gwendolyn, 23%. Na gut. Der Schleifstein bleibt bei dir. Den hast du gar nicht. Zirik trägt nicht die ganzen Stiefel, der ist schon überladen. Die kommen mal zu Mürren. So. Du bist immer noch überladen. Dann wechsel doch mal. Mürrum. Ja, klappt soweit. Also alle haben mindestens. Ne, Geogon ist auch überladen. Dann gib doch mal den Silberstreitkolben an Tirik. Dann ist Tirik wieder überladen. Will er gar nicht erst. Ich dachte, wir werden hinter diesem Ganzen überladen sein. Aber jetzt, wo wir alle Schlafsäcke und was weiß ich rumschleppen, gleicht sich das wieder aus. So, kein Taschendiebstahl. Nein, 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 definitiv nicht. Wir wollen. Wo wollen wir denn hin? Wir gehen mal Richtung Südosten an der Stadtmauer rum. Das ist ja echt eine riesige Stadt. Sehr schön. Also hier muss es auf jeden Fall einen Waffenhändler geben. Außer die Orks haben alles konfisziert. Was gar nicht mal so abwegig ist. Das könnte ich echt nicht gebrauchen. Ein Boron-Tempel. Hallo? Ja? Tiefhusen? Ein wundervolles Städtchen. Rovet? Ist uns nicht wichtig. Sternschweif? Ist uns nicht wichtig. Ja, Boron-Geweihte sind allgemein recht distanzierte Leutchen. Aber sei es drum. Immer noch nicht auf. Salamander, Handzahme und stubenreine Salamander. Nein, danke. Auch wenn wir uns davon irgendwann mal einen kaufen wollten. Momentan haben wir leider keine 10 Dukaten über. Das ist die Rückseite von dem Raya-Temp. Was war das? Noch ein Gemischtwarenhändler. Na gut, schauen wir kurz rein für Informationen.
Guten Tag, guten Tag. Ich, mein Sortiment und alles andere stehen euch zur Verfügung. Tiefhusen. Ein unglaublich verschlafenes Nest. Würde ich so nicht sagen. Abgesehen von Torwahl und Bremen ist es die größte Stadt, die wir bisher gesehen haben. Auf unseren Reisen. Rovet? Keiner weiß was über dieses Rovet, was auch immer das ist. Sternschweif? Da kann ich euch nicht dienen. Im Entenschnabel hat mir einer davon erzählt. Oh, Entenschnabel. Aufgeschrieben. Entenschnabel. Das hört sich nach einer Taverne an. Wenn es auch ein recht komischer Name für eine Taverne ist. Also im Entenschnabel nach Sternschweif fragen. Sternschweif fragen. So. Und was könnten wir noch fragen? Über die Blutsinn vielleicht was. Ups. Oh, stimmt, wir könnten die Sachen mal hier ins Buch eintragen. Blutsinn? Nichts von Interesse. So, und jetzt will ich mal gucken, wo das Buch ist. Also wir haben ja gerade das Gespräch in das Buch übertragen, wenn ich mich recht entsinne. Tagebuch. Wir sind heute in Tiefhusen angekommen. Gesprächspartner Rugard Gernepson. Thema Sternschweif. Damit kann ich... Oh, sehr schön. Das ist doch mal eine sehr, sehr praktische Neuerung. Wir haben so eine Art Journal. Heute hatten wir einen Kampf gegen zwei Orks. Das ist der Gaukler, der uns besucht hat. Die ganzen Kämpfe gegen Goblins. Sehr, sehr schick. Was haben wir hier? Was soll gedruckt werden? Nee, Drucker ist nicht angeschlossen. Was ist das? Wonach soll gesucht werden? Oh, verschiedenes. Orks. Das ist die Vorgeschichte. Nächster Eintrag. Kampf gegen Orks. Nächster Eintrag. Kampf gegen Orks. Aber schön, wir können so im Tagebuch suchen. Wir können uns anscheinend hier auch Notizen machen? Nein. Oh, aber trotzdem eine sehr schöne Neuerung. Wir wollen raus hier. Also, ich werde mir trotzdem mal Notizen hier machen. Aber um Gespräche nachzuvollziehen und dergleichen, kann das bestimmt mal praktisch werden. So, ich wollte eigentlich nach Süd. Wir sind schon Süden. Da war nichts mehr. Nee. So, dann weiter an der Südwand lang. Oh, das ist gar keine Südwand. Das Haus sieht doch komisch aus. Streunerpack. Na gut, zurück zur Hauptstraße und weiter nach Süden. Oh, Südausgang. Sind wir da rein? Ich dachte, wir kommen von Norden. Ha, kommen wir auch. Von ganz da oben kommen wir. Ups. Von da oben. Okay, sind wir jetzt einmal quer durch. Haben noch jede Menge, was wir entdecken können. Und sollten gleich mal in den Travia-Tempel da rein. Da dürfen die unsere Fragen ja quasi gar nicht abweisen. Aber vorher speichern wir mal kurz ab. Neu. Ja. LP 14. Und wir sehen uns gleich wieder.